Da hat diese Blonde da, das ist, diese, seht ihr gleich, wie sie heißt? Die Auftraggeberin sozusagen. Auf Wiedersehen, Elena, bis bald. Es tut mir leid, Tessa, ich würde mitkommen, wenn ich könnte. Ich frage mich, warum es mir nicht erlaubt wird. Deine Aufgabe ist so wichtig als unsere. Keine Sorge, wir treffen alle Vorbereitungen für die Zeremonie. Tessa, wir müssen los. Oh, alles klar. Bis bald, Elena. Gehen wir. Also viele weibliche Charaktere zu synchronisieren, ist glaube ich nicht so einfach. Elena, es wird Zeit für den Gottesdienst. Du sollst zurückgehen. Ja, stimmt. Keine Sorge, wir haben einen Leibwächter angehört, der dich sicher zu uns bringt. Damit meinen sie mich. Bitte passt gut auf euch auf. Und Tessa, wir sehen uns später. Alter, ist wohl so scheiße warm, ey. Ich schwitze schon. Wie sonst was? Also, Ende August muss es nicht unbedingt immer so warm sein. So, Elena, gehen wir zurück. Hey, ich bin doch hier. Danke für eure harte Arbeit. Das geht uns vermutlich nichts an. Wollen die Spenden sammeln? Als Gruppe, was haben die vor? Häuser stürmen und die Wohltätigkeit aus den Leuten herausprügeln? Soweit ich weiß, wollen sie zu einem Turm vor dem Dorf und böse Geister vertreiben. Wir haben Glück, dass wir die Schwestern haben. Böse Geister? Ja, tagsüber ist ja alles in Ordnung, aber wenn die Sonne untergeht, kommen alle möglichen schrecklichen Monster vor. Was ist mit dem Mädchen, das hier geblieben ist? Oh, Elena? Sie ist eine Sängerin von Granis. Sie singt wunderbare Lieder für uns. Vielleicht folgt sie nach der Zeremonie. Hm. Du scheinst nicht von hier zu sein, wenn ich dir einen Rat geben darf. Treib dich nachts nicht draußen hier herum. Hm? Sie wollten einen Leibwächter? Was hat's mit diesem bösen Geistervertreiben auf sich? Die Schwestern wollen im Turm vor dem Dorf den Teufel austreiben. Wie gut, wenn man solche Schwestern hat. Das gehört nicht zur Abmachung. Was soll's? Mal sehen, was wir in der Kirche zu hören kriegen. Ja, anders scheint es nicht zu gehen. Entschuldige, wo ist die Kirche? Geh einfach geradeaus, du kannst sie nicht verfehlen. Das ist das große Gebäude am Ende der Straße. Ich wohne noch nicht lange hier, aber alle auch die Granis-Globin scheinen ausgesprochen nett zu sein. Ich bin alleine hergezogen und obwohl ich niemanden kannte, haben mir die Leute geholfen, eine Unterkunft und Arbeit zu finden. Wer freiwillig hierher zieht, hat diese Spinner als Nachbarn verdient. Judo. So, jetzt können wir uns mal ein bisschen umgucken. Gasthaus von Carbo. Ich glaube, man kann hier in diesen Fässern auch mal gucken. Da ist auch mal manchmal was versteckt. Jetzt schauen wir mal in die Häuser hier rum. Alter, ist das mal. So, gibt's keine. Was kann man hier machen? Nein, der Stadt, was? Ruht euch. Ruhig aus, stärkt euch. Speichern in die Schule. Wir beanstrengen dich nicht. Ja, wir brauchen noch nicht speichern, wir haben erst die Macht. Jetzt auf der anderen Seite war noch ein Haus. Zum Gemischtwarenlasen von Carbo. Ah, ist wahrscheinlich ein Shop. So, was ist das? Willst du etwas über das Kämpfen wissen? Nee. Kenn ich mich aus, keine Angst. Willkommen in meinen Laden, sieh dich um, lass dir Zeit. Verkaufen können wir nicht. Kaufen. Oh, hier gibt's starke Gegenstände, aber ich will es einmal am besten. Wir lassen kaufen erstmal, weil viele Gegenstände findet man auch eigentlich auch so. Da kaufst du nachher was und die du vielleicht so im Spielverlauf findest und dann hast du ja Geld verschwendet. Also das will ich nicht unbedingt. So, kommen wir weiter nach Nord. Schilesia, nee, ach ne. Hier gibt es noch ein paar Leute, mit denen man reden kann. Sieh an, wen haben wir denn da? Solche wie dich sieht man hier nicht alle Tage, Geo-Jäger. Kennst du jemanden hier? Nein, ich wurde hergebeten. Kannst du mir etwas über die Kirche von Granis sagen? Ja, allerdings, das sind nette Leute, sehr hilfsbereit, aber Schwachköpfe wie du würden das nie verstehen. Hallo, dankeschön. Pater Carius ist der Priester hier. Er genießt unseren größten Respekt. Er kümmert sich um die Kranken bei jedem Leiden. Er hat auch schon mal meine Tochter gepflegt. Er ist nicht wie du, er ist nicht vom Geld verblendet, er ist kein Geo-Jäger. Alter, was bist du so? Was hast du mich denn so sehr? Schon wacker? Großmutter ließ die Zeichen und sie sprach von den Mächten der Finsternis. Etwas Böses wird geschehen.
Ich verstehe nicht, aber bestimmt wird alles gut. Wir haben uns... Ja, solange mein geliebter Mann bei mir ist... Tja, Liebe ist nicht so mein Gebiet. Geojäger haben nur selten die Gelegenheit, damit Erfahrung zu sammeln. So, hier kleiner. Bist du ein Geojäger? Und wenn? Seid ihr Geojäger nicht wild gesehen? Ihr badet nicht und trinkt das Blut der Monster, die ihr tötet, oder? Nicht ganz. Wir baden in ihrem Blut. Hallo junger Mann, dich kenne ich gar nicht. Willst du zur alten Granny? Granny? Ich bin noch gut dazu gut, Geschichten zu erzählen und die Zukunft vorauszusagen. Möchtest du etwas hören? Die Geschichte von Valmors Mond, der Kampf zwischen Gut und Böse, ich will meine Zukunft hören. Nö. Nun gut, komm einfach zur alten Granny, wenn du irgendwas eine Geschichte hören willst. Okay, Granny. Ja. Typisch, wenn ich wieder okay sage. Warte mal kurz. So. Carbohaus 2. Ich glaube, da in den normalen Häusern gibt es, glaube ich, nichts Interessantes. Oh, du musst der Geojäger sein. Es freut mich ja so sehr, dass du hergekommen bist, um uns zu helfen. Sag doch, Opa, geht's dir gut? Nur für die Zukunft. Niemand dankt einem Geojäger. Alle hassen uns schon, vergessen? Oh nein, ich bin euch dankbar dafür, dass ihr euch in Gefahr begebt, um Monster zu töten. Das könnte ich niemals. Naja, mir hat noch nie jemand gedankt. Normalerweise verabschieden mich die Menschen. Na, da gibt's halt nur so normale Gespräche in den normalen Häusern, glaube ich. Da gibt's immer nichts wirklich Interessantes zu sehen. Da gibt's so viele Leute, das kann man eigentlich lassen, weil die sagen eh nicht. Besonders Carbohaus, wichtig, dass wir jetzt hier Carbohaus 4 zur Kirche gehen. Aber dir? Es ist so schade, dass heute keine Messe in der Küche ist. Jetzt kann ich diese wunderbare Sängerin nicht hören. Sängerin? Messe? Ja, keine Ahnung, worum es geht. Wir wollten nur zum Dienst eintreten. Und natürlich, Entschuldigung. Normalerweise gibt es abends eine Messe, bei der eine Sängerin singt. Den Opi, das Mord, das ist Carbohaus 3 wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Das brauchen wir alles nicht zu beachten. Hier ist wichtig. Die Kathedrale hier. Ein Lied? Vielleicht ist das diese Sängerin. Psst! Da singt jemand. Seltsam, das ist beruhigend. Klingt, als käme es von drin. Sehen wir mal nach. Das Soundtrack ganz nebenbei von diesem Game ist auch episch hoch 10. Wir lauschen mal Elenas Stimme. Ich hätte wirklich nicht mehr üben sollen. Was ist los? Ist das alles? Wer hat das gesagt? Ignoriere mich. Mach weiter. Hast du gelauscht beim Singen? Komm schon, wenn du so angespannt bist, wird das gar nichts. Wer bist du? Habe ich noch nie gesehen. Was machst du hier? Oh, ganz ruhig. Was ich hier mache? Du hast mich angehört. Ich hab dich angehört? Daran erinnere ich mich nicht. Du siehst ziemlich seltsam aus. Verzieh dich oder ich schreie. Meinst du das jetzt ernst? Oh, warte mal kurz. Die hat bestimmt keiner was gesagt. Ah, es kommt doch der Bus. Carius. Elena, stimmt das nicht? Ist ein Priester, muss ein bisschen beruhigender so sprechen. Versuch's mal. Ah, du bist dann wohl der Geojäger. Wir haben schon auf dich gewartet. Ein Geojäger? Hey, ich bin Ryudo. Das ist Sky. Ganz schön herzlicher Empfang für jemanden, den du anhörst. Was? Warum bist du so unhöflich? Elena. Bitte verzeih ihr. Sie hat es nicht so gemeint. Elena, du musst dich fertig machen.
Ah, natürlich, Pater. Tut mir leid für die Störung. Entschuldige mich bitte. Ja, ihr könnt ja in den Kommentar schreiben, ob ich diese Stellen, wo sie selber reden, die Charaktere, ob ich die einfach lassen soll oder ob ich das auch trotzdem mitreden soll. Könnt ihr ja mal bitte in den Kommentaren schreiben. Entschuldigung, Frau nimmt Frauennerven. Das ist der falsche Ort. Würdest du bitte im Gasthaus warten? Ich werde gleich da sein. Geduld bitte, ich will dich anhören, aber ich muss der Person, die du eskortieren sollst, noch etwas erklären. Ach ja, ist mir egal, was du noch erklären musst. Beeile dich, ich warte nicht gerne. Entschuldigung, ich muss dich bitten, im Gasthaus zu warten. Ich werde später dort erklären. Na gut, aber vergiss nicht, dass ich noch nicht zugestimmt habe. Du sollst dir vielleicht etwas Zeit nehmen, das zu bedenken, Rido. Alles in Ordnung, ihr seid endlich still, ich höre mir sein Angebot ja an. Gut. Hallo, wie lange soll ich denn bitte noch warten? Wie ich bereits sagte, ich werde mich um dich kümmern, sobald ich mit deiner Begleitung gesprochen habe. Na gut, ich warte aber bei dich, in Ordnung? So, jetzt müssen wir ja zurückgehen am Anfang, wo wir vorhin waren, auf diesem Gasthaus hier, das war hier hinten, glaube ich, hier rechts, ne? Gasthaus, genau. Müssen wir uns jetzt pennen legen oder ist der schon da? Ich glaube, man muss sich jetzt schlafen legen. Wir sollen auf den Priester warten. Ja, er wird gleich hier sein. Setzt euch doch da drüben hin. Also für jeden Charakter andere Synchronstimme, das schaffst du nicht. Also schnell machen. Aber ich glaube, diesen Part spreche ich es mal noch mit, die Dialoge, die sie selber reden. Aber ich glaube, ich werde das im nächsten Part lassen, weil sonst hat es ja keinen Zweck eigentlich. Aber wie gesagt, das könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Ich glaube, auf mich wartet ein Geo-Jäger. Ein Geo-Jäger? Da drüben sitzt ein Mann, ein Geo-Jäger-Pater. Warum brauchen wir die Hilfe von so jemandem? Ah, er ist hier. Beruhige dich, mein Sohn. Wir urteilen nicht über andere. Das obliegt einzig und allein Grannas. Der unhilfliche Empfang tut mir leid. Du bist Ryuru, der Geo-Jäger, richtig? Entschuldige die Wartezeit. Warum benötigt ein nobler Priester der Kirche von Grannas die Hilfe eines einfachen Geo-Jägers wie mir? Das habe ich im Brief geschrieben. Du hast ihn doch gelesen. Komm schon, Pater. Für einen Priester ist dein mangelnder Klaue wirklich beunruhigend. Immer mit der Ruhe. Klappe, Sky, du brauchst Schutz, Pater, rede. Vor der Stadt gibt es einen Turm, der Garmia-Turm. Dort halten wir heute im Vollmondschein eine Zeremonie ab. Du sollst eine Schwester begleiten. Wenn die Zeremonie vorbei ist, sollst du sie wieder zurückgeleiten. Seltsam, die Kirche hat noch nie Hilfe gewollt. Das ist eine Aufgabe für Chorknaben, nicht für einen mordlüsternen Geo-Jäger. Nicht alle sind gegen dich, mein Sohn. Hass und Schmerz sind nicht alles. Alle Sorgen können mit Gebeten. Dann schlage ich vor, dass du deine Schwester zum Turm rüberbetest. Tut mir leid, ich wollte nicht, bitte. Ui, das tut Rilo bestimmt umstimmen. Ja, in Ordnung, ich mach's. Aber keine Predigen mehr. Kurt hat einen lieblicheren Klang. Die Schwester wartet hier in der Kirche auf dich, wenn du mir bitte folgen würdest. Keine Sorge wegen des Mädchens. Ich versage niemals. Okay, dann tun wir mal. Ich weiß nicht, ob wir uns noch eine Stimme. Also Geo-Jäger, was wollen wir? Wir wollen hier keinen Ärger. Ach, wir sind ja eigentlich voll geheilt, das ist Quatsch. Jetzt am Anfang kommen sowieso nicht so stark Gegner. Außerdem kommt immer vor dem Dungeon kommt sowieso immer ein Speicherpunkt, da ist es doch. So, Pater, ich soll also ihre Aufgeregtheit hier begleiten. Schön, na dann mal los, Prinzessin. Pater, ich bin nicht der Einzige mit einem Geo-Jäger. Ja, deine Aufgabe ist äußerst wichtig. Oh, warum kann ich nicht alleine gehen? Bitte, Pater.
Hey, was soll das werden? Er hat mich im Voraus bezahlt. Ich will nicht mit diesen Grobian mitgehen. Hey, Moment mal, wer ist denn hier gerade grob? Elena, deine Aufgabe ist äußerst wichtig. Wenn dir etwas passieren, können wir die Zeremonie nicht durchführen. Deshalb der Leibwächter. Das ist unfair. Ich bin die Einzige, die mit einem Geo-Jäger gehen muss. Also mir ist das ja ziemlich egal, aber kommst du jetzt oder nicht? Elena, bitte vergiss deine Aufgabe nicht. Wir sind auf dich angewiesen. Ich bitte dich. Ja, Pater, natürlich. Ich sollte Tessa und die anderen nicht warten lassen. Ich werde meine Rolle erfüllen. Also gut, Ryudo. Bitte bringe Elena zum Garmiaturm. Okay, na los, Prinzessin. Mein Name ist Elena. Okay, Prinzessin Elena, Abmarsch. So, Ryudo, mein Sohn, bitte pass gut auf Elena auf. Natürlich, dafür werde ich ja bezahlt. Ich erledige den Job, keine Sorge, und nenn mich nicht Sohn. Vater, es besteht kein Grund zur Sorge, ich würde auch allein zurechtkommen. Elena, mein Kind, geh keine dummen Risiken ein. Tu, was dieser junge Krieger dir sagt und verrichte deinen Dienst. Ja, Pater, bitte meine Anmaßung zu entschuldigen. So, jetzt müssen wir ja doof auswärts wieder gehen hier. Der andere Weg nach Nord-Skelesia, und dann müsste so eine Weltkarte kommen, die uns zum Garmir Tower, Schwarzer Wald. Ach doch, hier über den Schwarzen Wald, eins nach dem Garmir Turm müssen wir jetzt.